Leute, ganz egal, was jetzt noch passiert, wir haben sehr, sehr oft verloren. Ich glaube, was das Team Siege, also was die Abteilung Siege betrifft, hat das Team Faulenzen doch glatt die Nase vorne. Ich meine, es war jetzt in letzter Zeit leider nicht sehr ausgeglichen. Wir hatten leider sehr, sehr oft Sniper auf der Wandelzone. Was natürlich auch eine Nummer für sich war. Daher, die da irgendwie besser zurechtkommen, als die Polizei erlaubt. Und daher das so ist, mussten wir uns leider auch mit Niederlagen zufrieden geben. Aber ich habe jetzt dann bald den höchsten Splatfest-Rang, den es irgendwie gibt. Und das ist... Pff, ich habe doch nicht ernsthaft einen mit um die Ecke schießen gekillt, oder? Na warte, du Arsch. Jetzt gebe ich's dir. Tanja, boah. Vor allem, wie ich mich jetzt erschreckt habe, weil die draufgegangen sind. Alter. Hatte den Film jetzt dieser HK Live oder was das war? Hatte der nicht irgendwo einen mobilen Spawnpunkt hingesetzt oder wurde der gerade gekillt? Alter, wie hat er das ausgehalten? Der hat nicht mal Verteidigung, Alter, was ist? Kann das sein, dass die Gegner ein bisschen von Nintendo gebufft wurden? Weil ehrlich gesagt sehe ich das nicht ein, was die aushalten. Ich meine, ich würde es einsehen, wenn er von mir aus gleichzeitig auch gestorben wäre. Warte, wie viel hat er jetzt gefressen? 3 Schuss! Oder waren es 2? Egal, trotzdem, ich bin instant 2 Schüssen tot. Meine Waffe ist stärker, aber Hauptsache, nö. Was? Der Gegner darf nur gewinnen. Wir supporten Faulheit. Na, die war gut gesetzt, Hauer. Okay, das sehe ich ein. Die war echt gut gesetzt, die Bombe. Vor allem vorhin haben wir ein richtiges Luschenteam gehabt, also ich war glaube ich der stärkste im ganzen Team. Und wir haben es trotzdem gegen die Gegner geschafft, das war das Wunder der Nation. Oder so irgendwie halt. Du kommst nicht so weit. Ja, genau. Da kann's nicht ganz stimmen. Vor allem, wir geraten jetzt eh wieder in die Gefahrenzone, also ist es eh egal, was wir tun. Ich glaube, es gewinnt da sowieso nur der, der gewinnen muss, also... Da ist doch was supported, das seh mir nix. Boah, aber das war ganz schön knapp, ey. Naja, so schlecht war ich jetzt gar nicht. Vergleich dazu. Naja. Okay, wenn wir jetzt richtig gewinnen und ich nicht aus Betrugsgründen weniger Punkte bekomme, dann könnten wir es jetzt schon auf den Fanclub-Leiterrang schaffen. Je nachdem halt, ne, wie groß denn der Salt inzwischen ist bei Nintendo. Ich lasse das jetzt auch mit Absicht drin, weil der Part wird nicht so lange, Leute. Weil ich sage, ich werde dann bald pennen gehen. Aber irgendwie, ich habe bis jetzt, also, was habe ich heute gegessen? Eine Semmel mit Leberkäse, 2 Käsesemmel mit Aufstrich und diesen Trockenfruchtmix, der ca. 200 Kalorien hatte. Ist irgendwie ein bisschen wenig für den heutigen Tag. Ja, ich meine, der bisschen Kaffee mit Zucker war jetzt auch nicht gerade viel, aber das fand ich echt komisch. Also wenn ich so nachdenke, habe ich heute nicht mal 800 Kalorien zu mir genommen. Ah, ich habe was vergessen. Okay, sind doch ca. 800. Etwas Cola vergessen.
Aber ich sage euch, das war echt nicht lustig. Vor allem diese Wandelzone, wenn da ein Sniper dabei ist, das ist so dreckig. Das ist einfach so dreckig. Und vor allem, es kommt auch nie eine Verbindung zustande. Man wartet ewig und dann spielen wir gegen seine... Ihr könnt mich mal, ich spiele nicht gegen meine eigenen Leute. Ja, ich möchte hier schön die Gegner kassieren. Und zwar so richtig. Ich meine, ich bin jetzt schon total aus dem, also total im Arsch. Das muss man bedenken. Ich bin jetzt seit, naja, geschlagenen 16 Stunden wach. Ist, ja, okay, es ist zum Aushalten. Ich war schon mal länger wach, ich glaube 48 Stunden oder sowas. Aber da war ich dann echt kaputt. Ich weiß noch, als 11-, 12-Jähriger, da habe ich tatsächlich mal Nächte durchgemacht. Ja, die erzählen einem das jetzt nochmal. Ich find's irgendwie schade, oder kann es vielleicht sein, dass die Maps auch rotieren während dem Splatfest, weil das ist irgendwie was, das fehlt mir noch. Aber da werft's mir, wenn ich jetzt falsch lieg. Fragwürdig. Bin ich jetzt ernsthaft geblockt worden? Ja, okay, das habe ich heute zum ersten Mal gemacht, also. Vorhin ist mir die Verbindung tatsächlich mal abgeschmiert. El Barto, wieder ein Simpson-Fan. Ist ja nichts Schlechtes, ne? Man sollte nur nicht übertreiben mit dem Fan sein. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen Fan und Verfallen. Da müsst ihr extrem aufpassen. Das ist leider sehr, 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 sehr schnell. Also da kommt man wirklich schnell in die Bredouille. Oh, normale. Ich finde das auch okay, wenn man solche Rage-Quitter raushaut. Ich finde es halt auch aber genauso dämlich, dass man gegen seine eigenen Leute spielt. Da sage ich, hier momentan keine Gegner vorhanden, bitte warten. Oder möchten sie eventuell gegen ihr eigenes Team antreten? Wir hatten vorhin auch einige Battles, da waren wir mit zu dritt. Eins davon haben wir sogar gewonnen, das war aber dann so richtig hart für den Gegner. Weil ich meine, du bist erstens sowieso vom Level her über drüber. Das war genauso wie mit diesen absolut anderen levelten Typen. Du bist sowieso schon überlevelt. Und der Gegner kassiert dich dann trotzdem ein. Also total halt, ne? Vor allem, das ist eine Waffe, mit der kannst du auch um die Ecke schießen. Das ist mir auch erst im Splatfest selbst klar geworden. Das ist recht praktisch. Kann man nichts dagegen sagen. An sich ziemlich gut. Ja, komm, ne Rakete. Ach, ja, doch, Schwarmrakete. Das war sogar der. Und ich dachte jetzt ehrlich gesagt, dass das ein anderer war mit den Raketen, weil ich kenne gar keinen Typen mit einem Langstreckengewehr, der das kann. Naja, das ist eh wieder dasselbe. Der jagt mich schon wieder. Es gibt dann auch sogenannte Hunter, die jagen bestimmte Leute. Damit hast du nicht gerechnet, gell?
Tja, ja, ich bin ein Arsch, was das angeht. Ja, ja, ich sehe dich doch da oben. Komm her. Regel's damit. So. Perfekt. Das Gemeinste ist auch immer, wenn man auf den Container vom Gegner kommt bei der Map. Der Typ ist wirklich, wirklich gut, also... Wisst ihr aber, was ich schade finde, dass das sogenannte Tinferno aus Splatoon 1 nicht mehr gibt. Ihr könnt ja das mal googeln, das ist was ganz Altes auf einer Konsole, die lang vergessen ist. Ja, also... Wir wollen ja nicht gemein sein, also die Wii U war schon... in ihrer Zeit vielleicht nicht voraus, aber für ihre Zeit doch irgendwie eine Konsole. Da wollen wir mal nicht so gemein und so pingelig sein. Die Spiele darauf waren nicht so schlecht. So, und wenn wir jetzt nicht komplett beschissen werden, was hoffentlich nicht passiert, weil ich sonst bei Nintendo anrufe und sage, dass ihr mich am Arsch lecken könnt, dann bekommen wir jetzt 9 Punkte, sprich, ich bin Fanclub-Leiter. Und wenn nicht, dann verliere ich mir halt noch einmal. Wäre ja auch nichts Neues. Ja. Bisschen kurz ist die Folge jetzt schon. Ah gut, okay, wir machen noch einen Kampf, einen letzten. Aber ihr müsst verstehen, dass das für mich ein Horror ist zum Hochladen. Gibt's noch einen Fanclub-Leiter? Nö. Toon FZ. TFSI? Geil, dass du einen Benziner fährst. Okay, nee. Ich mag's. Ich weiß nicht, ich mag Benzinautos nicht so. Ich bin mehr der Diesel-Fan. Weil es stimmt, dass Diesel zwar höhere Emissionswerte hat, allerdings ist da hohe Vorsicht geboten. Und zwar geht das nach Umdrehung. Und mit was fährt ein Benziner? Natürlich mit höheren Umdrehungen. Sprich, das heißt, pro Umdrehung des Motors, sprich pro Zündung, wird zwar mehr Emission auf Diesel ausgestoßen, dafür braucht der Diesel nicht so viele Umdrehungen. Sprich, auf der Autobahn zum Beispiel, kann man einen Benziner circa mit 3000 fahren, also 3000 Umdrehungen pro Minute, und einen Diesel mit circa 2000 bis 2400. Das kommt ganz auf die Übersetzung von Getriebe an. Das ist ein bisschen bitter, dass ich dich mit meiner eigenen Waffe. Ich hasse es, wenn mir die Tinte ausgeht. Das ist so ein Betrug. Und zwar jedes Mal, wenn so jemand auf mich zustürmt. Ich hasse das. Ich hasse es einfach. Ich hasse es. 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 Vor allem, immer wenn sowas passiert, dann stürmen die immer. Oder besser gesagt, dann wird mein Tintenzeug immer extra schnell leer. Ja, verzieh dich bloß. Lad, 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 lad. Lade nach. Hallem, als ob das noch nie wem passiert wäre, dass der Tintentank auf einmal leer ist, ne? Aber ich finde es so lustig, dass diese Bubbles auch um die Ecke fliegen. Das ist ja das Schöne. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr, was das für eine Hurerei ist? Ich hoffe, man sieht das jetzt. Ich schieße, er kommt auf mich zu. Ich habe vorhin aufgeladen. Die Tintentanke, ich möchte wieder krepieren gehen. Aber ich weiche nicht zurück, vergesst es. Killer Bee, da spielt jemand, oder besser gesagt, da schaut jemand gerne nach Naruto. Soll ja angeblich eine ganz gute Serie sein. Naja. Also ich finde die Nachfolgerserie Dreck. Boruto mag ich überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, was das am Original Naruto geändert hat.
Also das originale Naruto war supi, danach kam das Shippuden. Das letzte Naruto war dann schon wieder cringe. Okay, ich glaube, die wollte gerade mir ein bisschen geholfen. Und das verlieren wir wieder, weil meine Teamkameradin und ich kacke waren. Immerhin, Timo hat aufs Maul bekommen, das ist mal sehr schön die Nachricht. Wurscht! Unsere Zeit ist gefüllt. Mit geschlagenen 16 Minuten. Direct Rendering für YouTube optimiert. Nicht mal einen Gigabyte die File. So muss das passieren. Vor allem, ich bin jetzt auch am Überlegen, ob ich die Parts kürzer halten soll, weil alleine von der Qualität her lohnt nicht.